Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modernkoi-Blog. Hallo Sandra. Und willkommen. Jetzt mal gucken, ob wir die Frage verstehen. Liebes Konishi-Team, ich habe eine Frage zum Einfahren eines neuen Filters. Ich habe eine Innenhalterung, in der ich den Wasserwechsel durch Wasser ablassen und mit Frischwasser wieder auffüllen durchführe. Bildet sich die Biologie des neuen Filters für das neue zweite Becken, jetzt habe ich es verstanden, für das zweite Becken schneller auf, wenn man dieses System mit dem abgelassenen Wasser des bestehenden Beckens speist? Ich hoffe, Sie können meine Frage nachvollziehen und verstehen meine Idee. Man müsste natürlich trotzdem AdBlue oder Ähnliches und Frischwasser zugeben, um Nährstoffe für den Bakterienaufbau zu erhalten. Ich freue mich über Ihre Antworten. Kim. Ja, es gibt im Prinzip bei den Filterbakterien immer stationäre Formen, die also diesen Biofilm auf dem Material bilden. Substrat anhaftende. Genau, mit denen kann man natürlich schlecht impfen, weil die sitzen ja fest. Aber die bilden auch immer mal wieder ein Stadium, wo übers Wasser praktisch Bakterien abgeschwemmt werden, auf der Suche nach einer neuen Gelegenheit, Kolonien zu bilden. Also Fremdgehen. Ja, oder sagen wir es mal so. Fremdgehen für Filterbakterien. Vielleicht eher sowas wie Amerika entdecken für Bakterien. Ah, okay. Also Kolonien bilden sozusagen. Und wenn der Plan so ist, würde ich vorschlagen, erstmal die UV-Lampe sogar mal für eine Woche auszumachen, falls eine in der Innenhalterung läuft. Und dann ist in diesem Wasser, mit dem man die neue Anlage impft, mit Sicherheit die eine oder andere Bazille drin, die dann auch nützlich werden kann. Gebe ich Sandra grundsätzlich zu 100% recht. Wir haben auch hier unsere neue Anlage, die übermorgen in Betrieb geht, haben wir mit Anlagenwasser gefüllt, aus eben jenen Gründen. Aber auch aufpassen, wenn du nachher mit AdBlue arbeitest, gerade Innenhalterung, haben häufig einen sehr niedrigen Carbonathert und darauf auch einen sehr niedrigen pH-Wert. Das kann der Nachteil sein. Es können auch die Phosphatwerte fern von Gut und Böse sein, je nachdem, wie viel Wasserwechsel du machst. Also eigentlich ist es auch wiederum eine widersprüchliche Geschichte, weil wir eigentlich das Wasser, was wir nicht mehr brauchen können, nehmen wir dann für eine neue Anlage, um es plötzlich ganz gut brauchen zu können. Und starten dann vielleicht auch mit von anderer Sichtweise, aus anderer Sichtweise betrachtet, mit sehr nachteiligem Wasser. Wir machen hier halt durch unsere permanente Wasserzuläufe so ein kleines Becken, lassen wir in 3 Tagen einmal komplett, quasi tauschen wir komplett aus. Da spielt das keine Rolle. Ich weiß, dass bei privaten Leuten das häufig nicht so ist. Und ich kann dir sagen, das Allereffizienteste ist aber immer noch nicht auf das Wasser zu vertrauen. Der Prozess würde trotzdem noch unfassbar lange dauern. Nimm einfach Filtermaterial. Deinen alten Filter wird es dir verzeihen, wenn du 20-30% rausnimmst. Und dann nimmst du aber auch die Futtermenge bitte mal um 20-30% runter. Und die 20-30% dann ins neue Becken und dann mit AdBlue oder mit Hirschhornsalz, Ammoniumbicarbonat weiterarbeiten, dass, wie du richtig gesagt hast, die Filterbakterien auch Nahrung haben. Und das mit den 20-30%, das kann ich wirklich aus vielen, vielen Versuchen und Beobachtungen auf unserer Testanlage heute sagen. Nehmen Sie 30% Filtermaterial raus und Ihre Abbauleistung geht um 30% nach unten. Steigern Sie Ihren Ammoniumeintrag um 30% und Ihre Spuren gehen um das nach oben, was Sie jetzt mehr eingetragen haben. Die Anpassungsfähigkeit von diesen autotrophen Filterbakterien-Nitrifikanten genannt ist, gelinde gesagt, zum Kotzen. Und das ist auch der Grund, warum wir immer wieder mit so schwankenden Werten zu arbeiten haben. Ja. Die Kontinuität ist am Ende der Schlüssel zum Erfolg und zu sehr niedrigen Werten. Genau. Das sind die stationären Formen, die man dann umsiedelt oder umtopft oder wie man es auch nennen will. Ich könnte mir vorstellen, dass viele schlechte Ammonium- und Nitritwerte im Prinzip gemessen werden, weil die Leute an einem Samstag oder Sonntag den ganzen Tag zu Hause sind, vielleicht auch ein bisschen mehr füttern als an einem normalen Tag, wo man nicht daheim ist. Dann am Schluss vor lauter Langeweile sagt man, und jetzt messe ich nochmal Nitrit und dann erschrecken sie zu Tode. Ist so, glauben Sie mir. Wer viel misst, misst häufig Mist. Das ist so. Also, kann man tun, ist sicherlich nicht nachteilig, aber es gibt sicherlich den effizienteren und effektiveren Weg, das Filtermaterial zu umsiedeln. Und auch da werden wir jetzt unten, wir können ja jetzt Filtermaterial bringen wir nach unten und dann Fische.
und dann können wir mal wirklich, weil unser Analyzer auf jedes Becken angeschlossen werden kann, dann werden wir wirklich sehen, was, wie gut das umgesiedelt werden kann. Wird spannend. Viel Spaß mit deinem neuen Teich. Ja, und zum Fische kaufen kommt man hierher.